Ab 2027 soll hier Atommüll eingelagert werden. Dann werden diese Röhren mit Zement zugefüllt. Ein Endlager für atomaren Abfall. 300.000 Jahre muss es halten. Erst dann hört der Müll auf zu strahlen. Thomas Lautsch ist der technische Betriebsleiter. Er ist dafür verantwortlich, dass diese Baustelle einmal ein funktionierendes Endlager wird. Und ich als Journalist kann dabei sein, auf einer Baustelle in fast 1000 Metern Tiefe. Den Selbstretter, ein Beatmungsgerät gegen tödliche Grubengase, muss ich immer dabei haben. Es geht viele Kilometer durch das Bergwerk. Hier wurde bis 1976 Eisenerz gefördert. Ein Labyrinth aus Arbeitswegen. Fahrt durch Millionen Jahre alte Stein- und Tonschichten. Nein, nicht springen, nicht springen. Nur an die strengen Sicherheitsvorschriften muss ich mich noch gewöhnen. Sein Vater war Bergmann. Er ist Bergbauingenieur geworden. Heute ist er verantwortlich für 1000 Mitarbeiter. Als ich vor 40 Jahren anfing, im Bergbau zu arbeiten, habe ich nicht gedacht, dass ich mal ein Bergwerk brauche. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Traum, aber man glaubt nicht, dass man so weit kommt. In Deutschland laufen immer noch 7 Atomkraftwerke. Seit über 60 Jahren staut sich der Atommüll. Er muss dafür ein sicheres Endlager finden. Unter 100 Meter dicken Tonschichten sollen sie Einlagerungskammern bauen und die müssen dauerhaft trocken bleiben. Der Abfall, der dort lagern soll, strahlt leicht bis mittelschwer. Es ist überwiegend der Bauschutt von abgerissenen AKW. Die Abfallcontainer sollen in solchen Kammern liegen. Alles abgedichtet mit Zement. Die größte Gefahr, wenn Regen oder Grundwasser in die Kammern eindringt und die Radioaktivität dadurch das Erdreich verseucht. Das ist sichergestellt durch Barrieren. Die wichtigste Barriere ist eine ganz dicke, dichte Tonschicht, die über diesem Bergwerk liegt. Die hält was ab? Die hält, die verhindert, dass Grundwasser in das Bergwerk eindringt oder aber Schadstoffe aus dem Bergwerk in das Grundwasser eintreten. Die trennt das. Bis 2027 muss er mit der Baustelle fertig sein. Mit Vortriebsmaschinen durch das Tongestein. Über uns Dehnungsfugen, weil das Gestein sich bewegt. Sie geben ein klein bisschen nach, lassen ein bisschen Bewegung zu und kriegen die Situation stabilisiert. Das ist genau das Prinzip von bergmännischer Hohlraumerstellung. Das große Brückenfeld, hier ist das kleine. Hier wird geankert. Können wir mal reinschauen, dort Spritzbetonarbeit. 30 Grad heiß ist es unter Tage. Mit den Betonspritzen entstehen die Betontunnel. Das gesamte Endlager soll 4,2 Milliarden Euro kosten. Bezahlt zu 60% von der Atomindustrie und der Rest vom deutschen Steuerzahler. Und das alles nur für den mittelschwer strahlenden Atommüll. Noch schwieriger wird es für Lautsch werden, auch einen Standort zu finden, wo die hochradioaktiven Brennstäbe aus den Atomkraftwerken gelagert werden können. Einige Länder sind schon ein ganzes Stück weiter. Die Finnen haben sich ja auf einen Standort festgelegt und bauen das Endlager. Die wollen, glaube ich, in 3-4 Jahren in Betrieb gehen. Also die Finnen bauen ein Endlager für hochradioaktive Stoffe. Unglaublich. Es gibt nur ein Land, das ein solches Endlager schon besitzt. Für abgebrannte, hochradioaktive Brennstäbe aus Atomkraftwerken. Über Tage. Das ehemalige Erzbergwerk Schacht Konrad hier ist für hochradioaktiven Müll nicht geeignet. Dafür muss er einen anderen Standort finden. Er kennt das Endlager in Finnland. Es ist fast fertig, soll in den nächsten Jahren befüllt werden. Der Anspruch ist riesig. Kann es ein Lager geben, das 1 Million Jahre sicher ist? Denn erst dann wird die hochradioaktive Strahlung abgeklungen sein. Was in Finnland gerade gebaut wird, soll er nun auch in Deutschland schaffen. Der Standort muss erdbebensicher sein und der Müll jederzeit zurückholbar.
Den Blick nach vorne kann man dann machen, wenn man den Blick zurück versteht. Und hier auf Konrad sind wir ja gerade in einer Lagerstätte gewesen, tief, die über 150 Millionen Jahre alt ist und so lange da schon liegt. Und deswegen, wenn man 150 Millionen Jahre zurückgucken kann, kann man sich auch vorstellen, dass man 1 Million Jahre nach vorne schaut. Im Jahr 2022 soll das letzte AKW in Deutschland abgeschaltet sein. 10 Jahre später muss er den richtigen Ort für das Endlager mit hochradioaktivem Müll gefunden haben.